Aber wenn du dich weigerst, siehst du sie sterben. Stück für Stück. Okay. Chloe, nicht! Okay, mal sehen, was wir haben. Shiva und Parashurama. Parashurama und Ganesha. Und jetzt? Chloe, gib diesen Trottel nicht, was er will. Ruhe. Geduld auf die Probe.
ergibt sich. Sie wird gleich fallen. Ruhe! Ganesha, hast mir einen ziemlichen Stein in den Weg gelegt. Was machst du da? Still sein und zusehen. Alles okay? Ja. Das kam unerwartet. Ach du Scheiße, sie hat Eier, was? Ich verstehe nicht. Das ist eine Redewendung. Weil du dich geirrt hast, Freundchen. Ganesha hat sich bewusst von der Axt treffen lassen. Das ergibt keinen Sinn. Nicht für einen selbstsüchtigen Arsch, nein. Es ist so, Ganesha hätte Parashurama besiegen können. Ganz leicht. Aber in diesem Fall hätte Shivas Axt ziemlich schwach gewirkt. Machtlos. Ganesha opferte sich, um die Ehre seines Vaters zu bewahren. Tja, sogar sie versteht's und sie hat keinen Tropfen indisches Blut. Großartig, nicht wahr? Was, hast du mir nichts mehr zu sagen? Ich kann dir sagen, wo du ihn dir hinstecken kannst. Tja, meine Freunde. Ich würde euch gerne selbst töten, aber wir dürfen die Götter nicht verärgern. Denn ihr habt mir großes Glück gebracht. Okay, also was machst du dann? Du wirst die Kammer fluten. Ich werde dich vermissen. Ach, komm schon. Ist das wirklich nötig? Ach, wahre Zerstörung gibt es nicht. Nur Läuterung und Wiedergeburt. Erschieß uns einfach und bring's zu Ende. Genau. Wenn das Wasser eure Lungen füllt, habt ihr Zeit, um über eure Entscheidungen nachzudenken. Vielleicht ergeht es euch in euren nächsten Leben besser. Arschloch. Wer
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bereue gerade eine ganze Menge. Wem sagst du das? Ich habe mich so drauf gefreut, dich wieder fertig zu machen. Ach, weißt du, ich freue mich auch nicht, gerade neben dir zu ertrinken. Könnt ihr nicht einmal still sein? Ich muss mich konzentrieren. Was tust du da? Vorbereitung ist alles. Ja. Hey, Herr Dietrich. Ich hab's. Moment.